Jeder Mensch ist einzigartig. Und das ist gut so. Denn weder Hautfarbe, Herkunft, Geschlecht, Kultur oder Religion machen bei uns in der R&S Group einen Unterschied. Denn bei uns kommt es nicht darauf an, woher man kommt, sondern wohin man gehen will. Gemeinsam. So vielfältig wie unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Spannende Jobs und Ausbildungsmöglichkeiten in der R&S Group. Samstagnachmittag, das Stadion der Stadt Fulda, zweiter Spieltag in der Fußball-Lotto-Hessenliga. Die SG Barockstadt Fulda-Lenartz empfängt den SC Waldkirmes. Hervorragende äußere Bedingungen, bestes Wetter, ein Top-Rasen. Die Corona-Maßnahmen werden sichtbar gut umgesetzt. 350 Zuschauer sind gekommen und beide Teams wollen nach einem guten Saisonstart nachlegen. Die Fulderer hatten ja bekanntlich 2:0 in Ettersheim gewonnen. Waldkirmes ein 3:1 Sieg über Griesheim gefeiert. Anstoß um 15 Uhr. Die Gastgeber von Beginn an spielerisch überlegen, aber noch ohne die große Torchance. Jetzt ein Ballgewinn von Dennis Müller. Der Stahl durch auf der rechten Seite. Immer noch Müller. Dann Jan Vogel, der legt durch auf Dominik Rummel, der auf und davon. Und Rummel trifft die 9. Spielminute. Das 1:0 für die SG Barockstadt. Wir sind jetzt in der 23. Minute, Rummel schon vom Platz mit muskulären Problemen, die Gastgeber aber weiter im Vorwärtsgang. Dann Marcel Tregler auf Kevin Hillmann, der zieht ab und Glanzparade von Mike Buss im Waldkirmeser Kasten. 4 Minuten später der nächste Angriff der Barockstädter. Der Ball kommt zu Jan Vogel, der sieht Kevin Hillmann, der frei vor Mike Buss. Aber wieder ist der Waldkirmeser Keeper der Sieger. Jetzt eine gute halbe Stunde gespielt. Die Fulderer jetzt über die linke Seite. Der Ball kommt zu Marcel Tregler, der gegen Henry Erler, der hakt ein. Und Schiedsrichter Marius Ulbrich aus Büdingen zögert keine Sekunde, entscheidet auf Strafstoß. Tolga Duran, der verwandelt sicher die 33. Spielminute. Es steht 2:0. Mit der hochverdienten 2:0-Führung der Barockstädter geht es dann auch in die Kabinen. Jetzt gut 5 Minuten in der zweiten Hälfte gespielt. Kevin Hillmann auf Marcel Tregler, der weiter auf Tobias Göbel, der völlig frei. Göbel verzieht aber knapp. Jetzt noch gut 20 Minuten zu spielen, das Spieltempo deutlich niedriger geworden. Jetzt aber noch einmal die SG Barockstadt, Leon Pomnitz, Tobias Göbel, Cemal Kassa und Marcel Tregler, der schließt ab. Die 79. Spielminute, das 3:0. Die Partie ist entschieden. Wir sind jetzt in der 87. Minute. Die SG Barockstadt noch einmal. Kevin Hillmann legt ab für Dennis Müller und der zieht ein Stückchen zu hoch. Und weiter geht es in Richtung Waldkirmeser Tor. Cemal Kassa vorbei am ersten, zweiten, vorbei am dritten. Leon Pomnitz völlig frei. Aber auch Pomnitz verfehlt den Kasten. Wenig später pfeift Schiedsrichter Ulbrich die Partie dann auch ab. Die SG Barockstadt Fulda-Lenartz feiert in der Lotto-Hessenliga den zweiten Saisonsieg, schlägt den SC Waldkirmes und liegt auf dem 2. Tabellenplatz. Wir haben in der ersten Halbzeit gut ins Spiel reingefunden. Wir waren auch in der ersten Halbzeit spielbestimmend, haben auch unsere Möglichkeiten herausgespielt. Zwei davon haben wir genutzt, haben noch 2-3 Möglichkeiten gehabt, die wir dann auch nicht genutzt haben. Und in der zweiten Halbzeit haben wir wirklich auch gut angefangen. Da waren wir auch gut im Spiel drin, haben auch wieder 1-2 gute Möglichkeiten gehabt, die wir wieder nicht rumgenutzt haben. Aber haben über die 90 Minuten nicht zugelassen.
Danach haben wir das 3-0 gemacht, hätten das 4. oder 5. nochmal nachlegen können, weil die Chancen waren da. Uns war klar, wenn wir hierher fahren, dass wir auf eine richtig gute Mannschaft treffen, die definitiv um den Platz in die Regionalliga mitspielt. Ich denke, dass wir halt wirklich schlecht begonnen haben für den Kopf, einfach zu viel Möglichkeiten zugelassen haben. Und dann wird natürlich das Selbstvertrauen nicht größer, sondern ganz im Gegenteil. Wir haben erste Halbzeit versucht, gegen den Ball gut zu arbeiten. Wir haben uns auch die ein oder andere Balleroberung, das haben wir ganz gut gemacht. Aber was wir dann mit dem Ball gemacht haben, das war leider viel, viel zu ängstlich.